Ihr zwei seid heute Morgen ja so still. Ist alles in Ordnung? Ich vermisse Mami. Ich auch. Dürfen wir sie heute sehen? Bitte, Twentner. Bitte, bitte. Du kannst aber schön bitte sagen. Nun, ihr zwei habt deswegen bei mir übernachtet, weil ihr gleich heute früh Tennisunterricht habt und ich euch dorthin bringen soll. Warum kann Mami uns nicht fahren? Vielleicht ist sie das. Seht doch mal nach. Hallo, Hope. Hallo, wie geht's euch? Hallo, Abby, Ashley. Wie schön, hallo, euch zu sehen. Kommt rein. Danke. Tut mir leid, dass wir einfach so reinschneiden. Darf ich mal, Süßer? Das macht doch Abby nichts. Ist zum Spielen verabredet mit Heather, die ein paar Häuser weiter wohnt. Wir sind sehr, sehr früh Ich kenne Heather, ein sehr nettes Mädchen. Ich freue mich riesig, um ehrlich zu sein. Du kommst sogar wie gerufen, lieber Abby. Es wäre schön, wenn du den Kleinen helfen könntest, ihre Tennissachen zu suchen, möchtest Kein du? Kein Problem, Mrs. Forrester. Kommt mit. Danke, Abby. Hallo. Hallo. Wie geht's Ihnen? Ganz gut, danke. Und Ihnen? Gut. Haben Sie zufällig was von Rich gehört? Nein. Sie etwa auch nicht? Zuletzt gestern Abend beim Konzert. Mhm. Ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen. Er wollte noch zu Brooke und sie fragen, warum sie nicht bei Ricks Konzert war. Und dann wollte er noch mit ihr über den Antrag auf alleiniges Sorgerecht reden. Bei dem Gespräch hätte ich allerdings liebend gern Mäuschen gespielt. Sie war bestimmt stinksauer. So sauer, dass sie Rich nie wiedersehen will. Frisch gepresst, mit meinen eigenen zarten Pfötchen. Und das schon im frühen Morgengrauen. Du bist so früh aufgestanden? Ich habe nicht besonders viel geschlafen. Die Matratze im Gästezimmer ist nicht so toll. Ich habe überall Druckstellen. Armer Rich, du tust mir leid. Du kümmerst dich so rührend um mich und ich bin... Nein, nicht doch. Mach dir deswegen keine Gedanken. Du hast genug durchgemacht. Naja, ich fühle mich schon besser. Hm. Dank dir. Warte ab, bis du meine Waffeln versucht hast. Nein, ich meine, weil du versprochen hast, mir... die Kinder zurückzubringen. Und nicht nur zu Besuch, sondern ganz. Ich hatte Unrecht, Brooke, bei so vielen Dingen. Was habe ich dir nur angetan mit diesem Sorgerechtsstreit? Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Mitch, du konntest nicht verstehen, warum ich mich so komisch verhalte und wolltest als verantwortungsvoller Vater deine Kinder beschützen. Wäre ich nur in dieser Nacht hier gewesen, um dich zu beschützen. Jetzt bist du ja hier. Und nur das ist wichtig. Ja. Warum hat sich Storm doch nicht bei mir gemeldet? Wie lange dauert es, eine einstweilige Verfügung zu erwirken? Mickey, bitte, jetzt beruhige dich wieder. Ich beruhige mich erst, wenn ich diese Familie in die Knie gezwungen habe. Und diesmal wird es mir gelingen, glaub mir. Indem du sie verklagst, weil sie den Namen Forrester zu Unrecht führen. Sie mögen von mir aus die Nase auf dem Laufsteg vorne haben, aber vor Gericht sind wir im Vorteil. Ja, ganz recht, Mutter. Ich werde gerichtlich gegen sie vorgehen, wegen Namensmissbrauch. Du willst gegen sie vorgehen, wegen Namensmissbrauch? Du klagst gegen die Forresters, weil sie ihren eigenen Namen benutzen? Soviel ich weiß, haben Rich und Brooke viele Kämpfe ausgefochten, sich aber immer wieder zusammengerauft. Sie haben recht, in der Vergangenheit war das auch so. Aber mit dem Sorgerechtsstreit dürfte das anders sein. Ich glaube nicht, dass sie ihm das verzeihen wird. Obwohl es für die Kinder das Beste wäre. Sie ist wütend und wie ich sie kenne, wird sie allen anderen die Schuld geben, dass sie ihre Kinder verloren hat. Nicht so schnell, sie hat ihre Kinder nicht verloren. Rich würde ihnen niemals die Mutter wegnehmen. Natürlich nicht, sowas würde er niemals tun. Warum rufen Sie ihn nicht an? Vielleicht ist er zurück ins Büro und hat sich in die Arbeit gestürzt. Ja, um unangenehmen Dingen aus dem Weg zu gehen. Besonders einer Konfrontation okay, mit Brooke. Ich rufe ihn an. Hallo? Hallo, lass mich raten. Du hast so lange gearbeitet, dass du am Schreibtisch eingeschlafen bist. Hallo, Ashley. In dem Fall verzeih ich dir, dass du die Verabredung vergessen und mich nicht zurückgerufen hast. Hast du meine Nachricht erhalten? Ich musste mich um Brooke kümmern. Hör mal, ich kann jetzt nicht reden, aber ich rufe dich bald an. Sie haben sich wegen der Kinder gestritten, habe ich recht? Hope und RJ sind fertig. Abby, du bist echt cool, danke.
Mom, sollten wir nicht langsam gehen? Du willst doch nicht so spät zur Arbeit kommen. Oh. Habe ich nicht deine umsichtige kleine Tochter? Sorg dafür, dass ihre Mutter pünktlich bei der Arbeit ist. Danke, Schatz. Wiedersehen, Abby. Viel Spaß bei Herbert. Ich komme gleich. Mrs. Forrester. Wissen Sie, ich habe ein sehr gutes Gefühl bei Ihnen und Rich. Ja? Ja, und ich hoffe, Sie teilen dieses Gefühl. Er hat sich fest vorgenommen, die Kinder in einem beschützten und stabilen Elternhaus aufwachsen zu lassen. Und er kann nur schwer akzeptieren, dass Brooke das momentan nicht leisten kann. Aber inzwischen sieht das ein. Das weiß ich. Deine Mutter ist aber schnell verschwunden. Stimmt, sie hat viel um die Ohren. Ja, einen Prozess in die Wege zu leiten, um den Forresters ihren eigenen Namen streitig zu machen. Beim Kauf der Firma habe ich den Namen mitgekauft. Das ist das Problem. Es ist ihr Name, ihre Identität. Was bleibt ihnen anderes übrig, als die neue Firma Forrester Originals zu nennen? Sie wussten genau, was ihnen blüht, wenn sie ihren Namen benutzen. Und der Schuss ging nach hinten los. Jetzt reicht es mir endgültig. Glaub mir, am Ende werden die Forresters nichts zu lachen haben. Das können unmöglich schon Rich und die Kinder sein. Oh. Katie! Überraschung! Oh. Eine tolle Überraschung, komm rein. Was führt dich hierher? Na ja, unsere Schwester heiratet morgen. Ach ja, natürlich. Ich wollte genug Zeit für sie haben. Und natürlich auch für dich. Ich habe gehört, dass Rich versucht, das alleinige Sorgerecht zu bekommen. Das hätte ich ihm nie zugetraut. Kein Wunder, dass du nicht ans Telefon gehst. Hast du versucht anzurufen? Ja, aber es war immer nur die Mailbox dran. So. Tut mir leid, du musst völlig fertig sein. Allerdings, siehst du nicht so aus? Doch, ich war ziemlich fertig. Ich habe sehr viel durchgemacht. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens, aber das ist vorbei und Rich hat beschlossen, den Antrag zurückzuziehen und holt gerade die Kinder. Stell dir vor, sie kommen nach Hause. Meine beiden Süßen kommen nach Hause. Okay, kommt schon, wir treffen uns mit Grandma. Hopp, hopp. Da, Danny! Hallo, Sportsfreunde, wie geht's euch? Ich komme wohl gerade rechtzeitig. Wir wollten zu Grandma in den Country Club, aber wenn du sie fahren willst... Es gibt eine kleine Änderung. Komm her. Hättet ihr vielleicht Lust, eure Mami zu sehen? Wie lange dürfen wir sie denn besuchen? Ich meine nicht, dass ihr sie besuchen sollt. Ich werde euch wieder nach Hause bringen. Für immer. Ja! Ja! Kommt her. Nehmt nur eure Teddybären mit. Den Rest hole ich später ab. Du bringst die Kinder zu Brooke? Weiß Mom das? Nein, noch nicht. Dann ruf sie lieber an. Sie ist ganz beseelt zum Country Club gefahren und wartet dort auf die Kinder. Die Mailbox. Hallo, Mutter. Ich bin gerade zu Hause. Du musst nicht extra zum Country Club fahren. Felicia kommt mit den Kindern nicht zum Tennisunterricht. Ich bringe sie nach Hause zu Brooke. Und ich werde den Antrag zurückziehen. Ich hätte die Papiere nie unterschreiben dürfen. Ich werde sie also wieder zu Brooke nach Hause bringen. Sie braucht ihre Kinder und ihre Kinder brauchen sie. Sie werden nie wieder voneinander getrennt sein. Komm, Jay, wir fahren zu Mami. Also gut, gehen wir. Wir dürfen ja, nach Hause zu Mami. Los geht's, Kinder. Viel Spaß. Lauft schon mal zum Auto. Ich freue mich ja so für dich. Du warst immer eine tolle Mutter. Wie oft hast du auf mich aufgepasst, als Mom bei der Arbeit war? Aber eins musst du mir noch erklären. Vorn am Tor steht ein Wachmann. Er wollte den Ausweis sehen, bevor er mich durchgelassen hat. Ist was passiert, wovon ich nichts weiß? Alles okay? Willst du mir was sagen? Hauptsache, du bist hier. Das reicht schon. Der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine so gute Idee ist. Überlass mir die Sorge um diese Modekriege, okay? Konzentrier du dich lieber auf etwas viel, viel Wichtigeres. Wie geht's dem Kerlchen da drin, hä?
Wie geht's dir, mein süßer kleiner Spatz? Hm? Nicht sehr gesprächig heute, was? Nein, er ist der starke, ruhige Typ wie sein Vater. Ja. Wie geht's dem Kleinen denn so? Was? Nichts. Was soll das heißen, nichts? Ich lese in dir wie in einem offenen Buch. Was ist? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es könnte an der Spendereizelle liegen. Ich fühle mich so... Du fühlst dich wie? Als hätte ich irgendwie ein Alien in mir? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich frage mich nur, was für eine Frau diese Spendermutter ist, weil seitdem dieses Kind in mir heranwächst, möchte ich nur noch... Verstehst du? Essen? Schlafen? Was? Du weißt schon, was ich meine. Du meinst... Lieblinge. Du meinst... Das ist alles, wonach mir ist. Ach ja. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber... Ich muss dich sofort haben. Wirklich? Ja. Jetzt sofort? Jetzt sofort. Was? Jetzt sofort. Dass ihr da seid. Ich habe euch schrecklich vermisst, wisst ihr das? Ich habe euch so vermisst. Ich werde euch nie wieder weggehen lassen. Ich lasse euch keine Sekunde mehr aus den Augen, okay? Ich liebe euch so sehr. Ich liebe euch beide von ganzem Herzen. Kommt, lasst euch noch mal drücken. Meine Lieblinge. Ich liebe euch über alles. Hallo, Abby hat ihre Sonnenbrille vergessen. Warum sind Sie noch hier? Wollten Sie nicht mit den Kindern zum Tennisunterricht? Rich kam vorbei und hat die Kinder zu Brooke nach Hause gefahren. So? Zu Besuch? Nein. Er hat den Antrag zurückgezogen. Das scheint Sie nicht zu überraschen. Ich weiß, wie sehr es ihn mitgenommen hat, die Kinder von ihrer Mutter fernzuhalten. Deshalb überrascht es mich nicht. Er wollte sie nur beschützen. Und glauben Sie mir, die Kinder müssen vor ihrer Mutter beschützt werden. Offensichtlich hat er aus irgendeinem Grund seine Meinung geändert. Ja, sie hat irgendwas getan. Ich weiß zwar nicht was, aber es hat funktioniert. Augenblick mal, worauf wollen Sie hinaus? Glauben Sie, sie hat ihn verführt? Wollen Sie das damit andeuten? Ich wette $1 Million, dass sie es versucht hat. Nein, nein, nein. Das hat bestimmt keinen Einfluss auf seine Gefühle für sie. Brooke hat ihn schlicht und einfach reingelegt in Bezug auf die Kinder. Aber jetzt ist alles anders. Und wissen Sie, warum es anders ist? Weil er jetzt dank Ihnen die Dinge in einem anderen Licht sieht. Er sieht jetzt, wie es ist, mit einer Frau zusammen zu sein, die keine Spielchen spielt, die klug ist und kompetent und außerdem ein gesundes Selbstwertgefühl besitzt. Sie sind seine Zukunft. Davon ist er wirklich überzeugt. Und wenn sie noch so oft die Vergangenheit heraufbeschwört und versucht, die Kinder zu benutzen, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird.
Hey, Kinder, nicht zu fest. Eure Mami ist immer noch ein bisschen schwach. Geht es dir wieder gut, Mami? Ja, Schätzchen, mir geht's gut. Mir geht es blendend, weil ihr, du und dein Bruder jetzt wieder da seid. Hat es euch bei Grandma und Grandpa gefallen? Ja, wir haben ganz viele Bilder gemalt. Oh, ihr habt Bilder gemalt. Wo sind sie? Sie haben wirklich tolle Bilder. Wie schön, darf ich sie mal sehen? Die sind bei Grandma. Ich bringe sie später mit, wenn ich eure Sachen dort abhole. Müssen wir unbedingt in dieses Tenniscamp? Tenniscamp? Ja, im Country Club war Mutters Idee. Wollt ihr denn ins Tenniscamp? Nein! Okay, dann kein Tenniscamp. Ja! Ja! Was ist denn, Liebling? Das Feuer. Mussten wir etwa deswegen weg, weil ich... Nein, nein, nicht doch. Das war nicht deine Schuld. Du hast nichts falsch gemacht. Ich war auch nie böse auf dich. Warum durften wir dann nicht nach Hause? Hope, deine Mami wollte dich immer hier haben. Sie hat ständig an dich gedacht. Jede Minute, jeden Tag. Und jetzt hat er euch wieder nach Hause gebracht. Und wir werden uns nie wieder trennen. Nie wieder. Ganz genau. Nie mehr wieder. Hört zu, Kinder, ihr seid wieder zu Hause. Alles ist in Ordnung. Und eure Mutter ist glücklich. Ihr gehört hierher, zu eurer Mami. Und ihr bekommt so viel Liebe, wie man sich nur wünschen kann. Hey, wisst ihr was? Saust mal in die Küche. Ich könnte mir vorstellen, dass dort etwas ganz Leckeres auf euch wartet. Mhm, seht nach, ob ihr was findet. Genau das hat mir gefehlt. Ich habe meine Kinder wieder bei mir. Danke, dass du sie wieder nach Hause gebracht hast. Ich danke dir für alles. Mach dir keine Sorgen. Du bist jetzt in Sicherheit. Und jetzt werde ich erstmal in Erfahrung bringen, woher dieser Mistkerl so viel über dich gewusst hat. Ich muss unbedingt herausfinden, wer es war, der dich diesem Kerl auf dem Silbertablett serviert hat. Dach durch Stromschlag getötet. Oh mein Gott. Du meine Güte. Auch wenn dieser Widerling jetzt tot ist, irgendjemand muss ihm geholfen haben. Und ich werde rauskriegen, wer das war. Und wenn ich es weiß, mache ich die... Das ist wunderschön. Ist ein Schmetterling mit seinen bunten Flügeln wunderschön? Ist eine Rose, die sich dem Sonnenlicht entgegenreckt, wunderschön? Ach, du musst dich nicht ums Geschirr kümmern, Rich. Ach, ihr hattet gerade so viel Spaß. Naja, ich bin überrascht, dass sie immer noch wach sind. Weil sie gar nicht genug von dir kriegen können. Ist es nicht so? Genau. Ihr hattet heute viel Spaß, was? Es ist lange her, dass wir alle zusammen einen Tag verbracht haben, oder? Big Bear. Was sagst du da? Fahren wir nach Big Bear? Ihr beide wollt also zur Hütte fahren? Ja. Es ist ein bisschen spät, um heute noch loszufahren. Aber vielleicht könnten wir morgen hinfahren. Wir könnten übernachten, Marshmallows rösten und spannende Gruselgeschichten erzählen. Wow. Denkst du wirklich, du könntest das irgendwie einrichten? Es wäre sicher lustig, ein paar Tage auf Big Bear zu verbringen. Ich meine, so wie früher. Ja, das fände ich ganz wundervoll. Also dann, morgen fahren wir nach Big Bear. Aber was bedeutet das für euch jetzt, wenn wir morgen ganz früh aufstehen müssen, dass ihr beide ganz schnell schlafen geht? Also ab nach oben und sofort ins Bett. Ja, dann zieht mal eure Pyjamas an. Ab ins Bett. Ich komme gleich zu euch. Aber die sehen doch alle sehr hübsch aus. Ja, sind aber nicht ganz mein Stil. Nein,
Am liebsten hätte ich ein rotes Kleid mit einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel. Damit könnte ich Stephanie wirklich auf die Palme bringen. Aber andererseits macht sie ein traditionelles Brautkleid möglicherweise sogar noch wütender. Vielleicht sollte ich sie fragen, ob sie mir ihres leiht, dann flippt sie total aus. Ist das wirklich notwendig, Donna? Ich meine, dass sie... Ich werde das jetzt durchziehen. Hören Sie, Sie haben sich mit Thorne eingelassen, um Stephanie zu bestrafen, weil sie ihrer Schwester die Kinder weggenommen hat. Aber Brooke hat ihre Kinder wieder zurück, also... Aber nur, weil Rich den Antrag zurückgezogen hat. Wäre es nach Stephanie gegangen, hätte Brooke ihre Kinder nie wiedergesehen. Es geht nicht um das, was Stephanie will. Ich meine, sie kann ihrer Schwester doch nicht mehr schaden. Sie kann Brooke auch weiterhin drangsalieren. Aber von morgen an kann ich ihr Einhalt gebieten. Während des gemeinsamen Familienessens und am Weihnachtsbaum, im Club und bei jeder Geburtstagsfeier. Ich verstehe das trotz allem nicht. Wozu ist das denn nötig? Brooke kann sich auch allein gegen Stephanie wehren. Tja, jetzt hat sie jedenfalls Hilfe. Gibt es keinen anderen... Jackie, Sie können es mir nicht ausreden, Thorne zu heiraten. Ich frage mich einfach nur, ob Nein, es nicht... Nein, er ist ein fantastischer Kerl. Okay, er ist erfolgreich, gut aussehend, liebenswert und unglaublich süß. Er ist wirklich so süß. Stimmt schon, seine Mutter ist ein Ekelpaket, aber seine Tochter ist ein Engel. Warum sollte ich ihn nicht heiraten? Weil Sie ihn nicht wirklich lieben. Ach so. Das nun wieder? Ja, das wieder. Dieser winzig kleine, triviale Punkt, den ich schrecklicherweise immer wieder anbringe. Es geht schließlich um Ihr restliches Leben. Ach, Donna. Wenn man sich liebt, ist das keine Garantie dafür, dass eine Beziehung oder Ehe von Dauer sein wird. Aber ich kann Ihnen versichern, die Chancen stehen verdammt viel besser, schwere Zeiten gemeinsam durchzustehen. Ich sage doch nicht, dass ich Thorne nicht lieben kann. Ich bin bisher immer nur auf die bösen Jungs abgefahren und da war es so, dass der Funke übergesprungen ist oder nicht. Einen Guten zu lieben kann ich sicher lernen. Donna? Thorne! Wir haben ein Problem. Hey. Hallo, hast du Rich gesehen? Er ist nicht in seinem Büro. Ich nehme an, er hat woanders zu tun. Wahrscheinlich ist er mit Stephanie unterwegs und plant die nächste Attacke auf Mom. Er kämpft nicht länger um das Sorgerecht. Was? Ja, er hat die Kinder wieder zu Brooke zurückgebracht. Vermutlich ist er immer noch bei ihr. Lassen Sie mich! Nein! Lassen Sie mich! Schlampe! Es tut dir sicher gut, wenn du ein paar Tage aus dem Haus kommst. Ja. Ja. Es macht mich krank, wenn ich an das denke, was du durchgemacht hast. Und weil ich vieles falsch interpretiert habe, habe ich alles noch schlimmer gemacht. Dass ich das Sorgerecht wollte und dich so verurteilt habe, wo du mich doch so dringend gebraucht hättest. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe meine Kinder wieder zurück. Nur das zählt letztendlich. Wir müssen uns noch mit ein paar anderen Dingen befassen. Oh, Rich, wenn wir das alles jetzt wieder aufwärmen, das bringt doch nichts. Tut mir leid, dass ich dich so falsch beurteilt habe. Du hast gedacht, es wäre so besser für die Kinder. Deine Mutter allerdings... Nein, du hattest absolut recht. Es ist, wie du gesagt hast. Ohne mich hätte sie das alles niemals durchziehen können. Ich war ein absolutes Nervenbündel am Vormittag der Anhörung. Wenn sie stattgefunden hätte, hättest du das alleinige Sorgerecht bekommen. Was für ein furchtbares Chaos. Ich weiß. Aber es ist vorbei. Und uns geht's allen gut. Lass uns nach Big Bear fahren. Bist du dir wirklich sicher, dass du weg kannst? Klar, Dad und Rick haben alles im Griff. Die werden das schon hinkriegen. Und Ashley? Ich erklär's ihr. Das mit der Vergewaltigung? Nein. Ich werde ihr sagen, dass ich ein unbeschreiblich großer Idiot gewesen bin.
Logan, ich werde nie wieder deine Fähigkeiten als Mutter anzweifeln. Das schwöre ich dir. Ja, wir haben ein Problem, Mister. Es bringt Unglück, die Braut vorher im Brautkleid zu sehen. Am besten lasse ich euch beide mal allein. Okay, danke, Jackie. Nein, du sollst doch nicht hinsehen. Na los, dreh dich um. Okay, okay, okay. Also, was ist los? Es geht um Ellie. Sie hat sich irgendeinen Virus eingefangen. Ich war die ganze Nacht mit ihr auf. Sie kann nicht bei der Hochzeit dabei sein. Oh. Naja, vielleicht fühlt sie sich morgen schon wieder besser. Ja, schon möglich, aber weißt du, vielleicht sollten wir lieber warten. Wir können doch den Termin um eine Woche verschieben, oder? Weißt du, irgendwie geht alles so schnell. Keine Ahnung. Okay. Wenn du das so möchtest, klar. Gut. Nur bis es ihr wieder besser geht, ja? Natürlich. Was immer du willst. Du kannst dich jetzt wieder umdrehen. Ohne Brautkleid bringt es ja kein Unglück. Puh. Rich hat die Kinder also zurückgebracht? Ja, deine Mutter ist mit Sicherheit überglücklich. Der Kampf um das Sorgerecht ist endlich vorbei? Offensichtlich. Rich ist also wieder zur Vernunft gekommen? Wie das? Was ist passiert? Ich weiß noch nichts Genaues. Stephanie hat es mir erzählt. Du hast doch sicher mit Rich gesprochen. Er hat nur gesagt, dass irgendwas mit Brooke los ist. Mehr weiß ich auch nicht. Oh. Was? Das ist ein ziemlicher Sinneswandel. Hast du was derartiges erwartet? Nein. Was ist? So läuft das ständig bei meiner Mutter und Rich, Ashley. Sie machen eine Kehrtwendung nach der anderen. Klar, diesmal geht es um die Kinder, aber wenn sie sich erstmal wieder einig sind, dann... Nein, ihm war nie wohl bei der Vorstellung, das alleinige Sorgerecht zu beantragen. Verstehst du? Du glaubst also nicht, dass... Nein, das glaube ich nicht. Und das solltest du auch nicht. Es fällt mir schwer, es anders zu sehen, Ashley. Ich bin damit aufgewachsen. Es ist ein ständiges Hin und Her und Vor und Zurück gewesen. Es war ein Fehler, Hope und RJ von Brooke fernzuhalten. Rich hat das eingesehen und das finde ich wundervoll. Ja, wundervoll für meine Mom. Nein, für alle, ganz besonders für die Kinder. Wann hat er dich angerufen? War er den ganzen Tag dort? Ich bin davon überzeugt, dass sie eine Menge zu besprechen hatten. Ich hoffe nur für dich, dass er hier nicht mit irgendeiner billigen Erklärung auftaucht. Ich sage ja nicht, dass eure Beziehung nicht echt ist, okay? Ich bestreite gar nicht, dass sie das ist. Schön. Ich will damit nur sagen, dass er zu den Männern gehört, die völlig problemlos zwei Frauen zur gleichen Zeit lieben können. Na sowas, kennen wir da nicht noch jemanden, okay, der das kann? Was meinst du? Der Punkt geht an dich. Fein, Ashley. Ich finde, du verdienst das Allerbeste. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Oh, hallo. Können wir kurz reden? Ich hätte da auch ein paar Fragen. Später. Ich will mit Ashley reden. Allein. Hallo. Hallo. Du hast auf das Sorgerecht verzichtet und Brooke hat ihre Kinder wieder. Was sich an einem Tag alles ändern kann. Jetzt bringst du mir schon Geschenke. Ich habe Kekse mitgebracht. Schokoladenkekse? Nach Moms Rezept. Toll. Hast du sie selbst gebacken? Na klar. Ich habe Storms Küche in Beschlag genommen. Ich habe gesagt, sie sind für die Kinder. Wenn er wüsste, dass sie für dich sind, hätte er sich dieselben Sorgen gemacht wie ich. Wieso? Ich habe den Tag mit den Kindern verbracht und fühle mich großartig. Ja? Schön. Wenn du mit mir reden willst, ruf mich an. Ich bin für dich da, Tag und Nacht. Du bist wirklich süß. Aber im Ernst, es geht mir gut. Für mich ist die beste Medizin, dass meine Kinder wieder bei mir sind. Hat Rich sie gebracht? Mhm. Sie sind oben und schlafen. Ich freue mich auf sie. Ich komme morgen vorbei. Wir fahren gleich morgen früh nach Big Bear. Oh, nur du und die Kinder? Und Rich. Oh, ihr fahrt also nur für einen Tag? Wir übernachten dort. Und was ist mit Donnas Hochzeit? Ich habe mit ihr geredet. Sie hat dafür volles Verständnis. Ich meine, Rich und ich brauchen Zeit, um uns als Familie wiederzufinden und zur Normalität zurückzukehren und wieder Spaß haben zu können wie früher. Du liebst ihn noch immer. Du hast mit meiner Mutter gesprochen? Ja. Naja, ich habe eher weniger gesagt. Das kann ich mir gut vorstellen. Sie war ziemlich verärgert.
Und das hat dich verärgert? Es wäre nett gewesen, wenn ich es von dir gehört hätte. Ich wollte es dir nur nicht am Telefon sagen. Wenn du nicht weiter um das alleinige Sorgerecht kämpfen willst, ist das deine Angelegenheit. Du bist mir keine Rechenschaft schuldig. Ashley, weißt du, warum ich diesen Antrag unterschrieben habe? Weil ich befürchtet habe, Brooke kümmert sich nicht genug um die Kinder. Ist was vorgefallen, das deine Meinung geändert hat? Ja. Brooke ist keine schlechte Mutter. Sie war in letzter Zeit nicht immer sie selbst, das ist wahr. Aber in Anbetracht dessen, was sie durchgemacht hat, besteht keine Notwendigkeit, ihr die Kinder wegzunehmen. Und ich möchte, dass alles wieder so wird, wie es mal war. Mit Brooke? Ashley, ich liebe dich. Dass ich das Sorgerecht wieder mit Brooke teile, ändert daran nichts. Also du möchtest, dass alles wieder so wird wie früher und das soll sich nicht auf uns auswirken? Das irritiert mich ein wenig. Es geht nur darum, dass ich in den nächsten Tagen ein bisschen mehr Zeit mit Brooke und den Kindern verbringe. Okay. Die letzten Wochen waren nicht leicht für sie. Ich weiß. Es wird dauern, bis sie das verkraftet haben. Deshalb möchte ich mit ihnen nach Big Bear fahren morgen früh. Nur für eine Nacht. Wie denkst du darüber? Tut mir leid wegen Ellie. Ja. Das arme kleine Ding. Aber du weißt, wie das mit solchen Infektionen ist. Das habe ich schon tausendmal bei Brooks Kindern erlebt. Ja? Sie schniefen, haben Fieber und am nächsten Tag hüpfen sie wieder herum und schlagen Purzelbäume. Wir können den Termin verschieben, wenn du willst. Aber wenn wir die Hochzeit verschieben, dann leider auch die Flitterwochen. Möchtest du das? Nein, ich will nicht länger warten. Ich auch nicht. Aber wenn ich das Kleid nicht bei der Schneiderin gebe, müssen wir sowieso warten. So kann ich schlecht heiraten. Du willst übernachten auf Big Bear. Du und die Kinder und Brooke. Unsere Familie braucht Zeit füreinander. Ja, das kann ich gut verstehen. Darauf hatte ich gehofft. Wenn du das Gefühl hast, dass du das unbedingt tun musst, dann unterstütze ich dich. Das tue ich wirklich, aber ich möchte, dass du auch meine Situation verstehst. Abby und ich fühlen uns inzwischen sehr wohl in L.A. Und ich dachte, eigentlich werden was ganz Besonderes mit dir. Nein, sieh mich bitte nicht so an. Ich bin mir deiner nicht unsicher. Ich bin nur realistisch und weiß, dass dich und Brooke eine sehr ereignisreiche Geschichte verbindet. Und sollte ich das je vergessen, wird mich deine Mutter bestimmt dran erinnern. Und unsere Beziehung ist noch relativ neu, richtig? Falls du also die geringste Neigung verspüren solltest, deine Beziehung zu Brooke wieder aufleben zu lassen... Ich habe Rich immer geliebt, das ist kein Geheimnis. Du warst doch zwischendurch mit Nick verheiratet. Und jetzt ist er mit Taylor verheiratet und sie erwarten ein Baby. Ich verstehe. Und was ist mit deinen eigenen Erwartungen? Ich denke nicht an die Zukunft. Ich bin mit dem zufrieden, was ich jetzt habe. Gibt es denn noch eine Chance für dich und Rich? Ich meine, er verzichtet dir zuliebe auf das Sorgerecht, stellt sich gegen seine Mutter, bringt die Kinder zurück. Ist er jetzt wieder dein Held? Er sagt, dieser Sorgerechtsstreit war ein Fehler. Und jetzt, wo er alles wieder in Ordnung gebracht hat, wirst du ihm verzeihen, Brooke? Ja, ehrlich gesagt, diese letzten paar Tage haben uns echt auf die Probe gestellt. Offensichtlich. Vor kurzem hat er dir nicht mal zugetraut, dass du dich um deine Kinder kümmern kannst. Oh, das hat er zurückgenommen. Wieso? Was ist passiert? Muss was Großartiges gewesen sein, wenn er seine Meinung geändert hat. Nein, es war nicht unbedingt... Was Großartiges. Ich meine, vielleicht kommt ja was Großartiges dabei heraus. Okay. Naja, was auch immer auf Big Bear passiert, ich werde jedenfalls eine Weile hierbleiben.
Zeit mit meiner Familie verbringen. Meinen großen Schwestern. Das brauche ich jetzt. Ja, ich kann das auch brauchen. Das finde ich toll. Aber weißt du, ich werde mich ganz sicher nicht in irgendwas hineinsteigern, was Rich und mich betrifft, weil er nämlich mit einer anderen Frau zusammen ist. Ashley Abbott aus Genoa City. Die Ashley von Jabu? Mhm. Aber sie sind erst seit kurzem zusammen. Irgendwas sagt mir, dass diese Beziehung nicht mehr lange hält. Komm schon, ich bin deine Schwester. Ich kenne dich ziemlich gut. Ich weiß doch, wie viel dich mit Rich verbindet. Ich bin gespannt, wo Ashley steht, wenn ihr zwei von eurem kleinen Ausflug zurückkehrt. Wie schon gesagt, ich sehe nicht allzu weit in die Zukunft. Dazu braucht man keine Kristallkugel. Komm schon. An dem Tag, an dem es zwischen euch endgültig aus ist, hört die Erde auf, sich zu drehen. Könnte das möglicherweise die Bestätigung gewesen sein, die du dir gewünscht hast? Ich werde nie wieder an dir zweifeln. Gut. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen Zeit mit meiner Familie. Und wenn ich zurück bin, dann brauche ich viel Zeit mit dir. Und damit meine ich nicht hier im Labor. Ashley Abbott, hin oder her. Rich wird zu dir zurückkommen, Brooke. Das hat er immer getan und wird es auch in Zukunft tun. Was ist hier eigentlich los? Ich danke Ihnen. Es sieht wunderschön aus. Vielen Dank. Stephanie, der Florist muss unseren Auftrag verlegt haben. Gott sei Dank konnte ich in letzter Minute noch Blumenschmuck auftreiben. Sie werden doch nicht glauben, dass ich den Auftrag weitergeleitet habe. Also sagen Sie den beiden Frauen, sie sollen alles wieder einpacken und verschwinden. Sie gehen erst, wenn sie hier fertig sind. Ich finde, es ist alles ganz reizend geworden. Donna, Thorn wird sie nicht heiraten. Bla, bla, bla. Machen Sie sich nichts vor. Sie konnten Brooke die Kinder nicht wegnehmen und Sie werden diese Hochzeit nicht verhindern. Toll, sieh sich das einer an. Donna, es scheint ja alles ganz wunderbar zu klappen. Danke, Eric. Wo ist Thorn? Er ist im Gästehaus. Nein, lass ihn jetzt bitte in Ruhe. Er freut sich schon sehr auf die Hochzeit. Ich erwarte dich in der Bibliothek. Gehen Sie ruhig. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Mom, ich hab ja alles unter Kontrolle. Nun ja, sehr hübsch. Gut. Genauso soll es sein. Okay. Vielen Dank. Eric, Donna benutzt ihn nur, um mir eins auszuwischen. Oh nein, fängst du jetzt schon wieder damit an? Bitte, Eric, ich brauche deine Hilfe. Jemand muss ihm die Augen öffnen. Nein, du solltest deine Augen nicht länger davor verschließen, dass diese Hochzeit stattfindet. Stört es dich überhaupt nicht, dass dein Sohn hinters Licht geführt wird? Für mich ist nur wichtig, dass er glücklich ist. Und auch dir als Mutter sollte sein Glück über alles gehen. Selbstverständlich wünschen wir ihm als Eltern nur das Allerbeste, aber wir können nicht tatenlos dabei zusehen, wie er sich ins Unglück stürzt. Eine Ehe ist doch immer ein Wagnis, wem oder sagst nicht? Du das? Ich muss nur dich ansehen. Das sind sicher die Gene. Es ist seine Entscheidung. Nein, es ist sein Fehler. Bitte, wieso vertraust du mir nicht? Wieso vertraust du mir nicht? Bitte rede mit ihm. Kann ich auf dich zählen, Eric? Nein, ganz gewiss nicht. Ja, wenn das so ist. Du musst mir das nicht dauernd sagen, Rich, okay? Ich verstehe das absolut. Ich bin froh, dass du den Sorgerechtsstreit beendet hast. Ich wollte nie, dass Brooke ihre Kinder verliert. Rich, hör auf, dir Sorgen zu machen. Es geht mir gut. Donna und ich schweben auf Wolke 7. Hör zu. Verbring einfach Zeit mit den Kindern. Viel Spaß, okay? Bye. Wofür ist der Applaus? Mutters Bäckchen haben so eine hübsche rote Farbe. Du hättest sie sehen sollen, als Donna sie gefragt hat, ob sie Brautjungfer sein will. Sie treibt sie noch in den Wahnsinn. Ich fand die Idee sehr nett, Felicia. Sei nicht gleich eingeschnappt. Wen interessiert es schon, ob Mutter gegen die Hochzeit ist? Das ist ja bei uns fast schon Familientradition. Oder vielleicht wird Donna auch von einem ihrer Ex-Freunde entführt. Sag doch nicht so etwas. Du wärst nicht froh darüber? Kann es sein, dass du wissen möchtest, ob ich mir sicher bin? Bist du's? Hör zu, bevor ich Donna getroffen habe, war ich total am Ende. Sie gab mir mein Leben zurück und jetzt will ich es mit ihr teilen. Tja, dann sollte ich wohl besser dafür sorgen, dass eure Hochzeit zustande kommt. Ich wünsche euch, dass euer Glück sehr lange anhält, wenn ihr es so wollt. Hm.
Ich danke dir. Wow. Na? Wie gefällt es dir, Schwesterchen? Eine Forrester-Hochzeit ganz in deinem Stil. Ja, mit Pauken und Trompeten. Und mit einem echten Forrester. Es ist verrückt, hä? Ja, du und Thorn, das kommt unerwartet. Ja, das finden andere auch. Stephanie, wo ist sie? In der Bibliothek. Sie nimmt Eric gerade in die Mangel. Besser ihn als dich. Stephanie kann mir nichts mehr anhaben. Sie ist da, wo ich sie haben wollte. Aber mir fehlt immer noch die Trauzeugin. Nachdem Brooke und Rich mit den Kindern auf Big Bear sind. Ja, die Familie geht eben vor. Ich finde das ja auch toll, aber jetzt stecke ich in der Klemme. Ich habe sogar schon Stephanie gefragt. Du hast sie gebeten, deine Trauzeugin zu sein? Ja, sie hat ziemlich brüsk abgelehnt. Aber das wusstest du doch vorher. Es war nur eine symbolische Geste. Hör zu, Katie. Ich brauche wirklich eine Trauzeugin. Tust du mir den Gefallen? Und sei bitte nicht beleidigt, weil ich Brooke und Stephanie zuerst gefragt habe. Was Brooke angeht, kann ich das ja verstehen. Sie ist ein Profi im Heiraten. Aber Stephanie? Ich wollte nur den Familienzusammenhalt stärken. Weißt du, Donna, ich bin wirklich stolz auf dich. Bisher hast du sehr viel Zeit mit den falschen Männern vergeudet. Tja, diesmal nicht. Nein, diesmal muss es wirklich Liebe sein. Wer setzt sich schon freiwillig Stephanies Zorn aus? Ja, aber alles wäre viel leichter, wenn du am Altar neben mir stehen würdest. Ich lass dich nicht hängen. Danke. Ich danke dir. Gut, sag mir, womit ich anfangen soll. Also, wenn der Catering-Service da ist, sorg bitte dafür, dass alles klar geht. Mach ich. Jetzt muss ich nur noch eines tun, damit diese Hochzeit problemlos über die Bühne geht. Sie hier? Wieso nicht? Kommen Sie mit, ich muss mit Ihnen reden, in der Bibliothek. Nur einen Augenblick. Sie sollten sich allmählich umziehen. Ich dachte, Sie hätten ein bisschen was im Kopf. Was ist? Was gibt es denn so Wichtiges? Was machen Sie hier? Ich helfe meiner Schwester. Sie wollen tatsächlich an diesem Spektakel teilnehmen? Wenn Sie so dagegen sind, wieso spielen Sie dann die Gastgeberin? Erklären Sie mir das mal. Ich bin nicht glücklich darüber, glauben Sie mir. Ihre Schwester hat meinen Mann um den kleinen Finger gewickelt, was nicht besonders schwierig ist. Dagegen hat Donners Bitte, ihre Trauzeugin zu sein, sie nicht im geringsten berührt. Oh, sie hat eine bewegende Rede gehalten, um mich zu gewinnen. Und mein Sohn und mein Mann haben ihr das voll und ganz abgekauft. Denken Sie nicht, ein Waffenstillstand wäre gut für unsere Familien? Das ist doch Donner vollkommen. Das interessiert Sie nicht im geringsten. Wieso gelingt es mir nicht, Ihnen das verständlich zu machen? Es geht hier weder um Liebe noch um die Familie. Es geht nicht einmal um Thorn, sondern es geht einzig und allein um Rache. Gefällt er dir noch? Und ob er mir gefällt, weißt du, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Ach ja, ich möchte dich etwas fragen. Ich weiß, das kommt etwas spät. Donna Logan, willst du meine Frau werden? Es wäre mir eine Ehre. Mal, wer da ist. Psst, meine Verlobte ist am anderen Ende des Korridors. Mach deine Augen auf, der Traum ist vorbei. Nein, ich möchte dein Kleid nicht sehen. Das bringt Unglück, schon vergessen? Also dafür habe ich eine Lösung gefunden. Du bist noch nicht angezogen. Ich dachte, so magst du mich am liebsten. Wie geht's, Ellie? Ich glaube, sie ist etwas enttäuscht. Bridget hat ihr Bettruhe verordnet. Oh, es ist alles okay. Ich habe ihr gesagt, Donna und Thorn würden nach der Trauung zu ihr hochkommen. Und ich bringe ein Stück Hochzeitstorte. Ach, das arme Ding. Wieso denn?
Auf die Art kriegt sie das Beste und spart sich den ganzen langweiligen Kram. Ich würde gern mit ihr tauschen. Ich hoffe, du teilst nicht die Meinung deiner Mutter, was die Hochzeit von Thorn angeht. Nein. Damit steht Mutter ganz allein da. Ich finde nur, es ging alles etwas schnell. Das klingt so, als würden Sie der Sache nicht trauen. Jackie, hi. Aber nein, das stimmt nicht. Ich finde es großartig, dass Thorn und Donna sich füreinander entschieden haben. Es steht uns nicht zu, über sie zu urteilen. Und wer von uns hätte nicht schon mal aus Liebe was Verrücktes getan? Also, ich finde es romantisch. Und ist es nicht toll, dass Thorn noch immer an die Liebe glaubt, obwohl er so viel durchgemacht hat? Hoffentlich hört meine Mutter dich nicht so reden. Und wo ist deine Mutter? Keine Ahnung. Vielleicht sitzt sie in einer Ecke und schmollt. Das wäre schön. Ich fürchte nur, sie ist nebenan und führt was Böses im Schilde. Sie bitten mich, Ihnen zu helfen, Stephanie? Nein. Ich bitte Sie, meinem Sohn zu helfen. Ich sehe die Sache etwas anders. Ich wünschte, Sie könnten alles so sehen, wie es in Wirklichkeit ist. Hören Sie, Thorn fühlt sich total verloren. Er ist sehr verletzlich. Er ist sehr einsam. Und Ihre Schwester nutzt das aus, und das finde ich grausam. Ich hatte immer das Gefühl, dass Sie in Ihrer Familie die Einzige sind, die sowas wie Anstand besitzt. Ich habe alles getan, um diese Hochzeit zu verhindern. Bitte seien Sie so nett und helfen Sie mir. Das ganze Haus sieht einfach wundervoll aus. Ja, Donna hat alles wunderbar gemanagt. Selbstverständlich ohne Stephanies Hilfe. Wenigstens hat Mutter nicht die Auffahrt blockiert, um den Catering-Service am Durchkommen zu hindern. Apropos, tja, einige von denen sahen ein bisschen verloren aus. Gut, ich werde mal nachsehen. Ich bin froh, dass du hier bist. Donna kann Unterstützung brauchen. Ja, hoffentlich bin ich nicht die Einzige, die auf ihrer Seite steht. Nein, nein, ich habe auch kein Problem mit dieser Verbindung. Du magst sie also? Sie hat sehr viel für Thorn getan. Und es gefällt mir, noch eine Forrester drüben bei Forrester Creations zu haben. Oh. Für eine Weile zumindest. Planst du, die neue Mrs. Forrester zu Forrester Originals zu locken? Ich fürchte, viele eurer Angestellten werden sich schon bald eine neue Arbeit suchen müssen. Vielleicht kann ich deinen Sohn ja dazu bewegen, uns die Firma zurückzuverkaufen. Es wird euch sehr schwer treffen, wenn wir unsere neue Kollektion auf den Markt bringen. Nick muss endlich einsehen, dass er auf dem Laufsteg nicht mit uns konkurrieren Eric, kann. Mein Sohn ist ein brillanter Geschäftsmann. Er wird nicht so schnell aufgeben. Hey Dad, weißt du, wo Donna ist? Die Leute vom Catering Service haben ein paar Fragen. Vielleicht ist sie im Gästehaus, ich, ja. Ich gehe schon. Ich muss ihr sowieso das Kleid bringen. Oh. Keine Donna, keine Stephanie. Was soll man davon halten? Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Stühle sollten Gurte zum Festschnallen haben. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich danke dir. Sag mir, dass du mich liebst. Das weißt du doch. Und wann sagst du es deiner Mutter? Hey, mach dir ihretwegen keine Sorgen. Mach dir überhaupt keine Sorgen. Es wird alles ganz wunderbar. Aber... Aber? Nicht, wenn ich... Und nicht wieder rüber ins Haus gehe. Hey, warte, Schatz, wir haben noch Zeit. Wir können die Tür abschließen. Bleib doch hier, bleib hier. Willst du dir den Appetit auf die Flitterwochen verderben? Oh. Ach, komm schon, mach nicht so ein enttäuschtes Gesicht. Wenn ich deine Frau bin, wirst du deine Donna so erleben, wie du es nie für möglich gehalten hättest. Oh, tut mir leid. Tut mir leid, ich wusste nicht. Wir sind soweit. Schon okay, kommen Sie rein. Oh, gut. Nein, ich meine, das ist gut, weil der Catering-Service ein paar Fragen hat. Oh, ich dachte, Katie kümmert sich darum. Hey, ich übernehme das. Okay. Wir sehen uns gleich. Und wie sieht mein Kleid aus? Es ist hinreißend. Ich hoffe nur, es kommt heute nicht zum Einsatz. Ich glaube nicht, dass Donna Thorns Einsamkeit ausnutzt. Sie hilft ihm sogar darüber hinweg. Ein Lapdance ist keine Basis für eine Ehe. Oh, okay. Es tut mir leid. Diese ständigen Angriffe und Anspielungen sind nicht gerade hilfreich. Ich bin einfach nur frustriert. Dann verschwenden Sie nicht länger Ihre und meine Zeit. Vielleicht können Sie das nur nicht verstehen, weil Sie noch keine Kinder haben.
Thorn ist ein erwachsener Mann. Ja, ich weiß. Aber egal, wie alt die Kinder sind, für eine Mutter sind und bleiben sie Kinder. Und sie würde alles tun, um sie vor Unheil zu bewahren. Wenn Sie Thorn wirklich helfen wollen, schließen Sie Frieden mit Donna. Aber das will sie doch überhaupt nicht. Sie will meiner Familie Schaden zufügen. Und je mehr ich unter dem leide, was sie tut, desto besser. Donna und Thorn scheinen sich wirklich sehr zu lieben. Mag ja sein, dass es ihm im Augenblick so vorkommt. Und vielleicht glaubt er ja wirklich, dass sie eine Chance haben, glücklich zu werden. Aber wir wissen es besser. Wieso sagen Sie das? Weil Sie Ihre Schwester kennen. Er ist nicht der Typ Mann, auf den sie normalerweise fliegt. Passt er in Ihr Schema? Passt Thorn in Ihr Schema? Schätzchen, er ist ein wundervoller Mann. Er ist nicht der Richtige für Sie. Glauben Sie, er ist so gut für Sie? Nein. Nein, Katie, das habe ich damit nicht sagen wollen. Sie erlebt im Moment eine ganz wundervolle Zeit. Sie genießt es, mir eins auszuwischen. Aber was wird ihr das auf lange Sicht bringen? Wie lang kann das eine Beziehung tragen? Ein paar Monate? 6 Monate? Oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr? Wünschen Sie ihr so etwas? Am Ende schafft sie es vielleicht, sein Leben total zu verpfuschen und treibt ihn in abgrundtiefer Ausweglosigkeit. Aber dann wird sie genauso unglücklich wie er. Sehen Sie, Ihre Schwester schreckt nicht davor zurück, das Leben meines Sohnes vollkommen zu zerstören, nur um endlich die Gelegenheit zu haben, mich aus der Bahn zu werfen. Ich glaube, Sie übertreiben ein bisschen. Das hört sich vielleicht unsinnig und lächerlich an, aber Ihre Schwester hat damit angefangen. Selbst wenn ich Ihnen glauben würde, ist es Donners Leben. Wollen Sie wirklich untätig dabei zusehen, wie sie sich ihre eigene Zukunft verbaut? Sie wirkt sehr glücklich auf mich. Sie hat viele Frösche geküsst und jetzt hat sie ihren Traumprinzen. Ich gönne ihn ihr. Sind Sie Ihre Trauzeugin? Sie hat mich gefragt und ich habe ja gesagt. Würden Sie mich jetzt entschuldigen? Ich muss Donna helfen, die neue Mrs. Forrester zu werden. Hey, ist alles in Ordnung? Ja, Ellies Fieber ist gesunken. Thorn, sie muss wirklich im Bett bleiben. Und wenn sie sich weigert, sag ihr, das hat Tante Bridget angeordnet. Ja, mach ich, danke. Zeig mal her. Ach, wie siehst du überhaupt aus? Erwischt. Ei, 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 der Bräutigam hat einen kleinen Vorschuss auf die Hochzeitsfeier erhalten. Oder einen Vorgeschmack auf die Flitterwochen. Perfekt. Danke. Mom, hey. Ich kann das unmöglich mit ansehen. Mom, ich möchte dich aber dabei haben. Verlangst du von mir, dass ich meine Pflichten als Mutter vergesse? Schatz, ich liebe dich. Ich liebe dich viel zu sehr, um mit anzusehen, wie du den allergrößten Fehler deines Lebens begehst. Ich mach da nicht mit. Die Hochzeit wird heute stattfinden. Wenn Sie heiraten, werden Sie es bereuen. Ich bereue nur, dass ich jemals mit Ihnen darüber gesprochen habe. Donna, sich an jemandem zu rächen, ist nie so süß und befriedigend, wie man sich vorstellt. Rache hat ihre Berechtigung, aber sicher nicht vor dem Altar. Wir sind hier nicht in einer Kirche, Jackie. Allerdings nicht. Das Forrester-Haus ist so voll von Lügen. Da fallen ein paar weitere gar nicht auf. Meine Zuneigung zu Thorn ist keine Lüge. Wir werden heiraten. Schon in ein paar Minuten werde ich seine Ehefrau sein. Sie könnten sich noch umentscheiden. Wenn ich das täte, hätte Stephanie gewonnen. Und wenn nicht, hat niemand was davon. Hören Sie, was wollen Sie eigentlich von mir? Ich will gar nichts von Ihnen. Ich will etwas für Sie. Ich will die Wahrheit. Mir gefällt die Art, wie Thorn mich liebt. Und ich liebe es, wie mein Leben sich verändern wird. Und ja, ich gebe zu, die Vorstellung, dass Stephanie Forrester bis ans Ende ihres erbärmlichen Lebens leiden wird, erfüllt mich mit großer Genugtuung. Dann hat Stephanie also recht. Es geht dir in Wirklichkeit nur darum, sie unglücklich zu machen. Oh, ich brauche jetzt ein Glas Champagner. Entschuldigen Sie mich. Katie, ich hab dich gar nicht kommen hören. Warum sagst du mir nicht, was wirklich Sache ist? Willst du mir nicht antworten? Hast du das von Stephanie? Offensichtlich hast du mit ihr gesprochen. Ich habe es von dir. Ich habe es genau gehört. Du hast zu Jackie gesagt, dass du Stephanie unglücklich machen willst. Und ich will wissen, ob du Thorn aus diesem Grund heiratest. Hi, John. Hi, Felicia. Schön, dass ihr gekommen seid. Dass wir zuerst spielen? Hi. Hallo, Eric.
Ich würde gern so bald wie möglich anfangen. Ja, so gefällt es mir. Ein Bräutigam, der es nicht erwarten kann, Ja zu sagen. Hallo, wie geht's dir? Gut. Und wie geht es, Ellie? Oh, es geht dir besser. Das Fieber ist gesunken. Sie ist oben und schläft. Glaubst du? Aber natürlich. Na dann. Thorn! Hey, Rick, schön, dass du da bist. Ich wünsche dir und Donna alles Glück der Welt. Das ist gut. Sie werden es brauchen. Stephanie ist kurz vorm Wahnsinnigwerden. Wenn ihr nichts dagegen habt, ich gehe in die Bibliothek. Ich brauche einen Moment Ruhe. Geh ruhig, wir werden das schon hinkriegen. Danke. Vielleicht sollte ich Mutter irgendwo einsperren, bis die Trauung vorbei ist. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee. Nein, wirklich, das meine ich ernst. Solange sie diese Hochzeit nicht befürworten kann, müssen wir sie ruhig stellen. Die ganze Familie ist Thorn zuliebe hier. Ach, Sie gehen? Gut, Donna und Thorn werden sehr erleichtert sein. Oh, Thorns Geschmack, was die Hochzeitsgäste betrifft, lässt genauso zu wünschen übrig wie die Wahl seiner Braut. Glauben Sie, dass es mir Vergnügen bereitet, hier zu sein? Oh, natürlich. Sie wollen sich einschmeicheln, weil Sie uns die Firma weggenommen haben. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Wenn unsere nächste Kollektion rauskommt, dann wird es nur noch ein Forrester-Label geben. Und das wird unseres sein. Stephanie, glauben Sie, mein Sohn lässt sich von einer Frau einschüchtern, die es nicht mal geschafft hat, die Logenschwestern loszuwerden? Was du gehört hast, was ich vorhin zu Jackie gesagt habe, war doch nur ein Scherz. Nein, Donna, das glaube ich dir nicht. Thorn zweifelt nicht im geringsten an mir. Du verurteilst mich. Genau wie Stephanie. Ich sehe es in deinen Augen. Du misstraust mir. Ich habe das zwar von Thorns Familie erwartet, aber nicht von meiner eigenen. Wenn du aus Liebe heiraten würdest, hätte ich überhaupt nichts dagegen. Ich wollte unsere Familien wieder versöhnen. Ich habe Stephanie gebeten, meine Trauzeugin zu werden, aber wenn sie weiterkämpfen will, kann ich nicht aufgeben. Ich meine, Brooke hat das getan und du weißt ja, wie oft Stephanie sie fertig gemacht hat. Geht es dir um Brooke? Es geht um uns alle. Sie muss für das bezahlen, was sie uns angetan hat. Und wenn meine Ehe mit Thorn sie krank macht, dann finde ich das gut. Stephanie glaubt nicht, dass du ihn liebst. Ist das wahr? Das ist eine einfache Frage, Donna. Ja oder nein? Liebst du Thorn? Meine eigene Schwester vertraut mir genauso wenig wie Stephanie. Jetzt dreh den Spieß nicht einfach um. Sag mir, wieso du Thorn heiratest. Willst du das wirklich wissen? Warum ich ein Leben aufgeben will, bei dem ich allein aufwache, allein esse und allein ins Bett gehe? Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich einfach verrückt, weil ich von einem Mann geliebt werden möchte, der mir nicht wehtut, der mich liebt, wie ich bin und mich wirklich respektiert. Ja, Thorn ist nicht mein Typ. Er ist besser als mein Typ. Er ist der liebenswerteste Mensch auf der Welt. Aber weißt du was? Er denkt, er ist zu beneiden, weil ich ihm so viel gegeben habe. So viel Mitgefühl und Leidenschaft und Kraft, sich seiner Mutter zu widersetzen. Und Liebe? Das Leben ist kein Liebesroman. Man muss nicht wahnsinnig in jemanden verliebt sein, um ihn glücklich zu machen. Es ist also keine Liebe. Ich hab dieses Gespräch satt. Und ich lass mir von deinen naiven Vorstellungen von Liebe den wichtigsten Tag meines Lebens nicht verderben. Wieso? Wieso ist er so wichtig, Donna? Weil du es nicht erwarten kannst, Thorn zu heiraten und bis in alle Ewigkeit mit ihm glücklich zu werden? Oder weil du es nicht erwarten kannst, Stephanie Leid zuzufügen? Stephanie hat Brooke die Kinder weggenommen. Sie ist der Feind. Okay, die Logans gegen die Forresters. So ist es immer gewesen und so wird es immer sein. Du bist schon bald eine Forrester. Gut, dann ist wenigstens eine Logan unter ihnen. Hör zu, auch wenn du es missbilligst. Du wirst trotzdem eine Trauzeugin sein. Du bist eine Logan. Vergiss das bitte nicht. Und wir Logans halten zusammen. Komme, was wolle. Wenn ich heute Ja sage, verspreche ich, bis ans Ende unseres gemeinsamen Lebens für dich da zu sein. Wenn ich heute Ja sage, verspreche ich, bis ans Ende unseres gemeinsamen Lebens für dich da zu sein. Wenn ich heute Ja sage, verspreche ich bis ans Ende unseres gemeinsamen Lebens. Weißt du, dass du das bravste Baby von allen warst? Mit dir konnte man den meisten Spaß haben. Ich hätte dir mehr Aufmerksamkeit schenken und dir mehr zutrauen sollen. Es ist meine Schuld, dass du so wenig wählerisch bist.
Vielleicht kommt es dir nur so vor, Mutter, weil du über alle Maßen wählerisch bist. Schon möglich. Aber du verdienst was Besseres als Donna Logan. Ich weiß, ich habe dir das schon oft genug gesagt, also höre ich auf damit. Du wirst heute heiraten. Ich bin nicht glücklich darüber. Aber ich werde mich damit abfinden. Wirklich? Wirklich. Du bist klug. Eines Tages kommst du selbst dahinter. Ich darf nur nicht an den Schmerz denken, den du erleben wirst. Aber diese Erfahrung kann ich dir leider nicht ersparen. So sehe ich das. Also besonders aufmunternd klingt das nicht, Mutter. Warte, die aufmunternden Worte kommen noch. Ich liebe dich. Das weißt du. Ich bin nicht glücklich über die Wahl, die du getroffen hast. Aber ich unterstütze sie von nun an. Und du darfst niemals vergessen, dass ich immer, immer für dich da sein werde. Okay? Ich danke dir. Ich liebe dich, Mutter. Das ist so. Hallo, habe ich was verpasst? Hallo, nein, noch nicht. Ist noch nichts passiert? Ich habe gehört, die Forrester-Hochzeiten sind ungeheuer aufregend. Wir hoffen alle, dass das heute nicht der Fall sein wird. Okay. Na, ich weiß nicht, bei Stephanies Laune. Oh Mann. Ashley, ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind, auch wenn Rich nicht hier ist. Ich glaube, es ist wichtig für die Kinder, jetzt mit Rich und Brooke zusammen zu sein. Rich hatte auch das Gefühl. Ich nicht. Ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde es egoistisch von Brooke, am Hochzeitstag seines Bruders mit ihm wegzufahren. Rich ist der Einzige, der Thorn diese Dummheit hätte ausreden können. Ist doch wahr, er fehlt hier. Und Brooke sollte ihn endlich in Ruhe lassen. Katie ist gegangen. Geben Sie mir einfach den Schmuck. Und dann gehen wir rüber ins Haus. Sie haben nicht nachgedacht. Lassen Sie mich in Ruhe. Die Hochzeit findet statt. Und ich will jetzt von niemandem mehr auch nur einen einzigen Einwand hören. Hey! Hey, Katie. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Oh nein, mir ist nur gerade bewusst geworden, was für ein Glückspilz ich doch bin. Auf Big Bear also. Das ist okay. Ein ganzes Wochenende mit meiner Mom und den Kindern. Ja, die Kinder brauchen ihn jetzt. Ich habe keinen Grund, Rich zu misstrauen. Er verpasst die Hochzeit seines Bruders. Ashley, das ist nicht nur ein harmloser Familienausflug. Da läuft noch was anderes. Wenn es mich betreffen würde, hätte Rich mir sicher was gesagt. Er hat versucht, meiner Mom die Kinder wegzunehmen und sie hat es ihm vergeben. Darüber solltest du dir Gedanken machen. Vielen Dank für die Einladung. Ich verspreche, nichts abzukupfern. In Ordnung. Du bist ja doch hier. Soll ich mich darüber freuen? Ich habe mich umgezogen, wie du siehst. Mach dir meinetwegen keine Sorgen. Ich konnte es einfach nicht akzeptieren. Und ich hätte die Hochzeit wirklich gern verhindert. Jetzt ist es zu spät. Aber ich warte immer noch auf ein Wunder. Und wie sind Sie mit Ihrer Schwester verblieben? Katie versteht das nicht. Ich meine, sie hat nun mal diese Idealvorstellung von Liebe und Ehe. Genau wie Sie. Allerdings weiß ich nicht, wo sie die hernimmt. Denn unsere Eltern leben getrennt. Und Brooke hatte schon wie viele Ehemänner? Nur ich muss total verrückt vor Liebe sein, sonst darf ich nicht vor den Altar treten. Alles andere wäre eine Lüge. Sie ist ihre Schwester, Donna. Sie will nur das Beste für sie. Thorn ist das Beste für mich, okay? Und jetzt helfen Sie mir, dieses Kleid anzuziehen, damit die Hochzeit anfangen kann. Zwei bemerkenswerte Schmuckstücke. Abgesehen von einer Krone rangieren die für mich ganz oben. Es ist aufregend, oder? Ich finde schon, wenn man es ernst nimmt.
Manche Menschen betrachten Heiraten als etwas, was sie einfach so unter Lebenserfahrungen abhaken können. Trifft das auf dich auch zu? Ich war mit großartigen Frauen verheiratet. Ich weiß, was dieser Schritt bedeutet. Befürchtest du, dass Donna es nicht weiß? Oh, sie weiß es. Es ist nur anders, wenn man es schon mal getan hat. Ist es dann nicht mehr ganz so romantisch? Das sollte man meinen, aber im Gegenteil. Es ist sogar noch romantischer, weil man dann erst wirklich versteht, worauf man sich einlässt. Wenn ich heute Ja sage, verspreche ich Donna, dass ich bis ans Ende unseres gemeinsamen Lebens für sie da sein werde. Und bei allen wichtigen Ereignissen werde ich ihre Hand halten und zu ihr stehen. Komme, was wolle. Das ist wunderschön. Das bedeutet Ehe. Du liebst meine Schwester sehr, nicht wahr? Ich weiß, es hat sich alles etwas schnell entwickelt. Aber manchmal trifft einen die Liebe ganz unverhofft. Ja, so ist das mit Donna. Ja, aber es geht noch um viel mehr. Als niemand bemerkt hat, dass ich Hilfe brauchte, ist Donna für mich da gewesen. Die meisten Menschen, allen voran meine Mutter, bringen ihr nicht die Wertschätzung entgegen, die sie verdient. Sie hat ständig mit ansehen müssen, wie die Träume der anderen wahr wurden. Aber das ist jetzt vorbei. Vom heutigen Tag an wird Donna alles bekommen, was sie sich je gewünscht hat. Einschließlich den Respekt meiner Familie und Hilfe jeder Art. Du verlangst sehr viel von deiner Mutter. Nein, ich verlange nichts. Aber sie wird Donna nicht mehr so behandeln wie bisher. Meine Mutter muss akzeptieren, dass deine Schwester und ich uns lieben. Verstehst du? Und dabei geht es nicht nur um mich. Es geht auch um Ellie, meine Tochter. Sie hat schon so viel durchmachen müssen. Ich würde deine Schwester nicht heiraten, wenn ich nicht sicher wäre, dass sie alles andere als berechnend ist. Aber sie ist berechnend. Ich weiß es. Freut mich, Sie zu sehen. Schön, dass Sie gekommen sind. Freut mich auch. Thorn hat es genauso gewollt. Er wollte auch ein Go-Kart, als er 12 war. Und wir haben ihm keins geschenkt, weil es zu gefährlich war. Er ist aber nicht mehr 12, vergiss das nicht. Ich weiß. Aber ich wünschte, es würde ein Wunder geschehen und jemand würde ihn eines Besseren belehren. Es wäre fantastisch. Weiß, da wird der ein oder andere die Augenbrauen hochziehen, aber Stephanie wird sich sehr ärgern. Weiß ist auch nicht mehr das, was es mal war. Tja, heute steht es für Stephanies Niederlage. Sie hat meine Schwester niemals akzeptiert. Und jetzt kriegt sie mich. Hallo? Okay. Das war Storm. Es geht los. Wollen Sie das wirklich durchziehen? Niemand hält mich davon ab. Mir ist klar, dass Donna und meine Mutter wahrscheinlich nie Freundinnen werden. Ich sag das nur sehr ungern. Und es wird für dich nicht leicht sein, dir das anzuhören, aber du musst wissen, was los ist. Donna liebt dich nicht so, wie du denkst. Doch, das tut sie. Wir verstehen uns, auch wenn du das nicht glaubst. Wo? Im Schlafzimmer? Ja, natürlich spielt die körperliche Anziehung auch eine Rolle. Geht es bei euch nur um Sex oder ist da noch mehr? Glaubst du etwa, ich sehe nicht mehr in ihr? Du siehst viel zu viel in ihr. Wie du über sie sprichst, das ist wunderschön. Ich hoffe nur, dass irgendwann auch mal jemand so über mich denkt. Aber ich weiß, dass Donna dich nicht liebt. Sie heiratet dich nur, um Stephanie eins auszuwischen. Hat dir meine Mutter das eingeredet? Donna will sie für alles büßen lassen, was sie unserer Familie angetan hat. Donna möchte unsere Familien versöhnen. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Sie hält das auch gar nicht für möglich. Hat sie dir das gesagt? Sie hat es zu Jackie gesagt. Oh, ich bitte dich. Jackie hasst meine Mutter. Donna auch. Und sie schreckt nicht davor zurück, einen Mann zu heiraten, den sie nicht liebt, um sich an ihr zu rächen. Nein, Katie, nein. Hattest du nie Zweifel? Ist dir so etwas nie in den Sinn gekommen, Thorn? Wieso sagst du so etwas? Weil ich es sagen muss. Donna wird vielleicht nie wieder mit mir reden und du auch nicht, aber ich kann nicht zusehen, wie du eine Verbindung eingehst, die auf einer Lüge basiert. Das lasse ich nicht zu. Du willst verhindern, dass ich deine Schwester heirate? Ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst. Aber du musst die Wahrheit erfahren. Was du damit anfängst, bleibt dir überlassen. Ich glaube, die Ehe ist ein heiliges Bündnis.
Sie ist wesentlich mehr als nur ein amtliches Dokument oder ein Blatt Papier. Es geht darum, dass zwei Menschen miteinander verschmelzen. Ihre Herzen, ihre Körper, ihre Seelen. Für immer. Und das einzige Band auf der Welt, das von ewiger Dauer ist, ist die Liebe. Woher willst du wissen, dass Donna mich nicht liebt? Thorn, der Priester würde gern anfangen. Okay, okay. Kommst du? Am besten setzt du dich neben Stephanie. Was? Mach Vergiss schon. Das bitte. Irgendjemand muss sie an der Stelle, wo nach möglichen Einwänden gefragt wird, ausbremsen. Du bist stark, du hast eine winzige Chance. Eine winzige Chance. Wo warst du denn? Ich bin schon total nervös. Donna sollte nervös sein. Was ist eigentlich mit Thorn los? Er sieht blass aus. Ja, das finde ich auch. Thorn, alles in Ordnung? Ich brauche noch eine Minute. Sieht sehr glücklich aus. Katie ist hier. Wo sollte sie denn sonst sein? Es ist wunderschön, wie du von ihr sprichst. Ich hoffe, eines Tages spricht auch jemand so von mir. Aber Donna liebt dich nicht. Sie macht das alles nur, um Stephanie in den Wahnsinn zu treiben. Danke, dass du heute bei mir bist. Ich bin sehr froh. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Ach, Mann. Verdammter Mist. Die Rettung wirklich in letzter Minute. Komm her, Frau. Wieso? Komm. Gott, siehst du gut aus. Was das zeigt los? Sich wieder mal, wie wertvoll wahre Liebe ist. Danke, danke, danke. Ich habe das Gefühl, dass gleich was passiert. Und ob gleich was passiert. Wohl heute etwas draufgängerisch. Mal sehen. Keine Ahnung. Du siehst so gut aus. Und du fühlst dich auch so gut an. Und du riechst gut. Oh, alles ist gut. Was hältst du von Jeremy? Ich weiß nicht. Wer ist Jeremy? Ich spreche von einem Namen für unser Baby. Namen für unser Baby? Ein Name für einen Jungen? Wer sagt's denn? Oder wie wär's mit Jacqueline? Gefällt dir das mir schon? Wie meine Mutter? Ich weiß nicht. Ich meine, sie wäre begeistert. Aber mein armes Kind, zwei Jackies in der Familie? Gut, also keine Zweitauflagen. Nein. Auch keine dritten. Nein. No. Unser Kind bekommt seinen ganz eigenen Namen, okay? Das soll doch... Hast du schon Vorschläge? Ich habe welche, aber die drehen sich weniger um diese Frage. Ich habe da meine Vermutungen. Du. Damit dürftest du recht haben.
Hör nicht hin, Mariah geht dran. Na komm, komm schon. Nein, ich kann nicht. Diese Klingelei stört mich. Die macht mich wahnsinnig. Ich geh schon ran. Geh ans Telefon. Okay. Du siehst gut aus. Zum Anbeißen. Ah. Sekunde. Na. Ja. Was denn jetzt gleich? Na schön, bitte stellen Sie durch. Tut mir leid. Ich bin gleich wieder da. Hey. Wir haben uns hier versammelt, um vor Gott und den Anwesenden die Vereinigung von Donna Logan und Thorn Forrester im Heiligen Bund der Ehe zu bezeugen und zu feiern. Wir beten dafür, dass ihre Ehe ein Segen für sie sein werde, dass sie ihr Leben bereichert und sich die Verheißungen ihrer Liebe erfüllen. Wenn jemand in diesem Raum einen Grund dafür kennt, warum diese Vereinigung nicht vollzogen werden sollte, der möge jetzt sprechen oder für immer Stillschweigen bewahren. Tja, ist deine Mutter heute mit uns zu Abend? Ich sterbe fast vor Hunger. Sie wollte zu Thorns und Donners Hochzeit. Ich nehme an, unsere Einladung ging in der Post verloren. Ich glaube nicht, dass es ein unbedingtes Muss ist, zu seiner Hochzeit seinen Boss einzuladen. Es wäre aber nett gewesen. Sag mal, ist das Essen bei den Forrester-Hochzeiten wirklich so gut, wie man immer hört? Ich bezweifle, dass Stephanie diesmal das volle Programm abgerufen hat. Ja, stimmt. Ist ja auch nicht die Hochzeit vom Damenschneider. Ich wette, Thorn hat sich mit Sandwiches und Eiersalat zu begnügen. Nein. Was ich meine ist, selbst wenn sie es gewollt hätte, sie hätte es niemals geschafft. Dafür war die Zeit zu kurz. Tja, Donna, mit ihren blonden Haaren und, naja, du weißt schon, man darf sie nicht unterschätzen. Das war Stephanies Fehler. Nein, sie hat was gegen sie, weil ihr Nachname Logan ist. Das ist der entscheidende Punkt. Wie meinst du das? Donna will nur Mrs. Forrester werden, um Stephanie eins auszuwischen. Wie kommst du denn nur darauf? Weil es so ist, das hat Donna meiner Mutter gesagt. Da es keine Einwände gibt, fahren wir jetzt fort mit der Trauung. Ich lese euch aus dem 1. Korintherbrief vor. Es ist ein Hohelied der Liebe. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Donna, Thorn, wenn ihr euer Leben miteinander teilen wollt, all eure Freuden und eure Sorgen und was die Zeit bringen wird, dann sprecht das Gelübde und verbindet euch miteinander als Ehemann und Ehefrau. Reicht euch die Hände. Donna, sprich dein Gelübde zu Thorn. Ich habe mir so gewünscht, diese Worte einem Mann zu sagen. Und ich bin so froh, dass du dieser Mann bist. Donna hat deiner Mutter erzählt, dass sie Thorn nur deswegen heiratet, um Stephanie, wie sagtest du, eins auszuwischen? Es geht um Rache, einfach nur um Rache an ihr. Sag mal, seit wann weißt du denn davon? Seit einer Weile schon. Und du hast nichts gesagt? Ich habe nicht geglaubt, dass sie die Sache durchzieht. Nick, sie stehen heute vor dem Traualtar. Ich meine, wenn Thorn ihr einen Antrag gemacht hat, ist er natürlich davon überzeugt, dass sie ihn liebt, aber er irrt sich. Weißt du was? Damit muss Donna zurechtkommen, nicht du. Du musst nicht jedes Mal, wenn dieser Mann ungerecht behandelt wird, losstürmen und den Schutzengel finden. Aber Donna wird ihm sehr wehtun, wenn das alles wahr ist. Offenbar hat Stephanie diesmal auf Thorn keinen Einfluss. Und von den Logans wird vermutlich auch niemand die Hochzeit verhindern. Thorn,
Ich weiß, das mit uns ging schneller, als wir erwartet hatten. Aber wenn ich mir überlege, wie lange wir uns schon kennen, wie oft wir uns immer wieder über den Weg gelaufen sind. Sicher, unsere Liebe kam ganz plötzlich und unerwartet, aber sie war immer da und reift in all den Jahren weiter heran. Donna liebt dich nicht so, wie du denkst. Wie du denkst. Wie du denkst. Thorn. Ihr Gelübde. Es ist Zeit, ihr Leben mit Donnas Leben zu vereinen. Weißt du, mir gehen gerade 1000 Sachen durch den Kopf, Donna. Ich hatte sogar eine Rede vorbereitet. Aber die Worte, an denen ich den ganzen Morgen gefeilt habe, können nicht mal ansatzweise ausdrücken, wie es mir augenblicklich geht. Ich bin so aufgewühlt. Für mich ist eine Heirat eine große Verpflichtung. Wir sprechen hier von unserem gemeinsamen Leben. Und vom Leben meiner Tochter. Ellie hat dich wirklich sehr lieb, Donna. Ich liebe sie auch sehr. Und ich liebe dich, Thorn. Ich kann nicht. Ich kann dich nicht heiraten. Thorn! Warte, wohin willst du? Thorn! Das ist ungeheuerlich. Das ist einfach falsch. Sei bitte nicht böse, aber ich muss mit Thorn reden. Er rennt sonst in sein Unglück. Ich hoffe nur, es ist noch nicht zu spät. Geh nur, mach deine Express-Eheberatung. Rette die Welt. Ich liebe dich. Hol uns was zu essen. Was ist denn da gerade passiert? Stephanies sehnsüchtigster Traum ist wahr geworden. Das hat nichts zu tun mit Stephanie. Das hat nur mit Thorn und Donna zu tun. Tja, ich bin sicher, dass es nur eine kleine Irritation ist. Sie fangen sich schon wieder. So, es werden Getränke serviert, draußen am Pool. Ich könnte einen Drink brauchen. Da schließe ich mich an, ich brauche auch einen. Tja, tut mir leid, aber die Feier ist wohl vorbei. Stephanie, warte, niemand weiß, ob es nicht gleich weitergeht. Hast du Thorn nicht in die Augen gesehen? Ich meine, dann wüsstest du Bescheid, die Hochzeit ist abgesagt, und zwar für alle Ewigkeit. Gott sei's gedankt. Warum habe ich das nicht früher gesehen? Wie konnte mir das nur passieren? Thorn! Thorn, was ist denn los? Was los ist? Du weißt ganz genau, was los ist. Du hast nur Angst. Du hast kalte Füße gekriegt. Das ist alles. Es ist nicht schlimm. Ich meine, das kommt vor. Wir machen jetzt eine kleine Pause und entspannen uns und dann machen wir weiter. Nein, Donna, sicher nicht. Du weißt, dass es keinen Sinn hat. Das weißt du. Ich dachte wirklich, dass wir etwas miteinander teilen. Und dass es dir was bedeutet, Donna, dass ich dir wichtig bin. Das habe ich gedacht. Was sagst du da? Natürlich sind meine Gefühle echt. Ich habe mein Gelübde abgelegt. Ich bin eine Bindung mit dir eingegangen. Wieso? Wieso nur, Donna? Wieso? Was? Deine Mutter hat dir zugesetzt. Nein. Nein, hat sie nicht. Sie hat es versucht. Aber ich habe nicht auf sie gehört. Nein, nein, hör auf, bitte, Thorn. Hör auf damit. Hör auf damit, okay? Was immer du dir auch einredest, es ist falsch. Ehrlich. Liebling, Liebling, jemand versucht dir da was zu suggerieren. Jetzt sag mir, wer es ist. Sag mir, was er erzählt hat. Du bist mir in den Rücken gefallen. Du hattest genügend Gelegenheiten, die richtige Entscheidung zu treffen, Donna. Ich wusste gar nicht, wie schäbig du bist. Meine eigene Schwester. Ist dir klar, was du mir angetan hast? Und nicht nur mir, auch Thorn und Ellie. Soll das heißen, sie lügt? Warum sollte sie das tun? Eifersucht. Hör auf, die Tatsachen zu verdrehen.
Endlich bin ich mal glücklich und das kannst du nicht ertragen. Das ist nicht wahr und das weißt du. Warum fällst du mir sonst in den Rücken? Hat Thorn nicht das Recht, die Wahrheit zu erfahren? Du bist erst seit kurzem in der Stadt und fühlst dich schon als die Expertin für unser Leben? Denn du weißt ja mehr über unsere Beziehung als mein zukünftiger Ehemann. Ich weiß, wenn ich belogen werde. Ich hab dich nie belogen. Keinen von euch beiden. Ich hab dich gefragt, ob du Thorn liebst und was hast du geantwortet? Naja, die Wahrheit. Dass ich vorhabe, Thorn und Ellie glücklich zu machen. Dass ich ihm eine gute Frau sein werde. Ich schwör's dir, Thorn. Bitte, du. Du weißt doch, dass du mir vertrauen kannst. Und Stephanie, hast du dazu was zu sagen? Gar nichts. Der Pfarrer hat auch gefragt, ob jemand Einwände gegen unsere Ehe hat und sie hat geschwiegen. Vielleicht, weil sie ja wusste, dass sie nichts sagen muss. Sie wusste, dass du das für sie gemacht hast. Nein. Sie arbeiten Hand in Hand. Weißt du was? Hör auf damit. Lass es. Hör auf damit, Katie, diese Unterstellungen zu machen. Aber sie macht doch alles kaputt, Thorn. Du meinst wohl deinen genialen Racheplan. Tja, ich weiß Bescheid, Donna. Du hast mich nur benutzt. Es ging nur um Rache an meiner Mutter. Es tut mir alles sehr leid. Wirklich, glaub mir. Du hättest diese Heirat als Erste bereut. Mach dir doch nichts vor. Nein, nein, Liebling, Liebling, bitte. Das ist alles gar nicht wahr. Ich liebe dich. Wirklich, ich liebe dich. Nein, tust du nicht. Du lügst. Ich weiß, du bist ein Befürworter dieser Heirat. Aber wenn nichts daraus wird, dann wäre das auch nicht schlimm. Eric! Taylor! Wo ist Thorn? Wo sind denn alle? Die Hochzeit ist ausgefallen. Thorn hat sie platzen lassen. Gott sei Dank. Es tut mir wirklich alles sehr leid. Du hast nichts gesagt, was mir nicht andere schon vor dir gesagt hatten. Meine Mutter hatte recht. Sie hatte recht. Ich weiß nicht, warum ich es nicht sehen wollte. Ich meine, die Anzeichen waren da. Diese ständige Verführungsnummer, diese andauernde Manipulation. Warum wollte ich es nicht sehen? Ich war wie in Trance. Du wolltest nur das Gute in Donna sehen. Das finde ich wunderbar von dir. Anscheinend hat meine Einsamkeit irgendwie mein Urteilsvermögen beeinträchtigt. Tja, Donna muss ziemlich verzweifelt gewesen sein, weißt du. Ich kann mir sonst keinen anderen Grund vorstellen. Ich möchte für ihr Verhalten eine Entschuldigung finden. Sie ist meine Schwester. Du hast das Richtige getan. Es war mutig von dir. Sieh mal, Katie, du hast mich vor einem großen Fehler bewahrt. Einem Fehler mit Konsequenzen für meine ganze Familie, besonders für meine Tochter. Ich danke dir. Verdammt, verdammt, verdammt! Oh, du meine Güte, alle Waffen werden hier präsentiert. Aber das ganze Arsenal hätte heute nichts genützt. Brooke meinte, dass sie Sexualität als Bedrohung empfinden. Und da hat sie vollkommen recht. Thorn konnte sich austoben. Aber er ist zur Vernunft gekommen, woran ich nie gezweifelt habe. Tun Sie doch bloß nicht so. Sie hätten die Hochzeit nicht verhindern können. Zum Glück lag Ihre Schwester da nicht ganz auf Ihrer Linie. Tja, das beweist, dass es doch eine anständige Logan in Ihrer Familie gibt. Ach, Sie glauben, was sie getan hat, war anständig? Ich glaube, dass sie Thorn sehr wehgetan hat. Nein, sie haben ihm wehgetan, weil sie ihn belogen haben. Ihre Schwester hat ihm bloß die Augen geöffnet. Wir hätten zusammen sehr glücklich werden können. Er mit Ihnen? Ich hätte ihn bestimmt glücklich gemacht. Oh, sicher. Träumen Sie weiter. Aber dabei können Sie schon packen und dann verschwinden. Es ist noch nicht vorbei. Oh, doch, es ist vorbei.
Weil Thorn jetzt die Wahrheit kennt. Er hat gesehen, was Sie in Wirklichkeit sind. Eine intrigante Giftschlange. Lassen Sie mich los. Hören Sie auf damit. Verschwinden Sie aber ein bisschen plötzlich. Sie haben es vermasselt. Sie allein, kapiert? Sie sind selbst schuld. Und niemand, niemand aus unserer Familie wird je wieder auf Sie hereinfallen. Leider ist mein kleiner Racheplan nicht ganz aufgegangen. Aber ich verspreche Ihnen was. Irgendwann räche ich mich an Ihnen. Ich schwör's. Bla, 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 bla. Alles okay, Logan, ich bin's. Ich habe die Kinder zur Schule gebracht. Zum Glück lieben die beiden ihre neuen Lehrer. Natürlich wäre RJ lieber auf Big Bear geblieben. Ich musste ihm versprechen, bald wieder hinzufahren. Also, fürs Erste werdet ihr hierbleiben, okay? Solange, bis wir den Kerl gefunden haben, der diesem Andy alles über dich erzählt hat. Ich schätze, du wirst dich erst dann wieder vollkommen sicher fühlen, wenn wir ihn haben. Keine Sorge. Den kriegen wir. Ich habe einen Privatdetektiv engagiert. Wir finden ihn. Ich verspreche es dir. Und zwar schon bald. Es war sicher falsch, hierher zu kommen, nach dem, was gestern geschehen ist. Nein. Nicht doch. Hören Sie, Sie haben meinen Sohn vor einem großen Unglück bewahrt. Ich bin froh, dass Sie das getan haben und ich möchte Ihnen dafür danken. Ich wollte Ihnen sagen, Sie haben meinen Respekt. Finden Sie es anständig von mir, dass ich in das Leben meiner Schwester eingegriffen habe? Sie haben doch das Richtige getan. Und das beweist, dass nicht alle Logan-Schwestern Opportunistinnen sind. Wer hätte das gedacht? Sehen Sie, ist besser, ich gehe. Es war ein Fehler. Nein, 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 nein. Der Fehler liegt bei Donna, weil sie Thorns Situation ausgenutzt hat, wissen Sie? Stephanie, glauben Sie, ich werde es zulassen, dass Sie so über meine Schwester herziehen? Sie redet zwar nicht mehr mit mir, aber wir sind eine Familie. Da haben Sie aber Glück. Auf mich sind die Worte nur so niedergeprasselt. Es war eine fast surreale Szene. Sie stand da halb... Stephanie, ich meine es wirklich ernst. Mir ist meine Familie mindestens so wichtig wie Ihnen Ihre. Oder würden Sie es tolerieren, wenn ich beispielsweise über Felicia oder Kristen oder Gott bewahre über Rich herziehen würde? Ich weiß nicht, was Donna mit all dem bezwecken wollte. Aber wenn unsere Familien gelernt hätten, einander zu achten, wäre das gar nicht passiert. Wir alle sollten daraus eine Lehre ziehen. Wie wär's, wenn wir Schluss machen würden mit all dem Streit und der Verbitterung? Denken Sie darüber nach, wenn Sie Brooke das nächste Mal begegnen. Ich hoffe, ich muss nicht bereuen, dass ich mich bei Ihnen bedankt habe. Das wäre schade. Wenn Sie mir danken wollen, schließen Sie Frieden mit Brooke und Donna. Brooke wird nie aufgeben. Wie soll das gehen? Sie wird nie aufgeben. Kaum denke ich, dass mein Sohn endlich auf dem richtigen Weg ist, taucht sie auf. Und jedes Mal frage ich mich, was sie vorhat. Ah, jetzt verstehe ich, warum ich herkommen sollte. Sie hoffen, dass mir Brooke erzählt hat, wie ihre Pläne aussehen und dass ich sie ihnen gleich auf die Nase binde, oder? Mein Gott, Stephanie, plumper geht's wohl nicht. Wurde mir auf einem Silbertablett präsentiert. Was heißt das? Hatten Sie einen Komplizen? Genau. Ganz richtig. Wie hätte ich den hier sonst gekriegt? Wer hat Ihnen geholfen, Brooke das anzutun? Das werden Sie niemals glauben. Nie und nimmer. Ich bin seit 2 Wochen in der Warteschleife. Ja, das weiß ich. Ich muss ihn sprechen. Ed? Ich hatte Ihnen eine Namensliste per E-Mail geschickt. Ich will, dass Sie jeden unter die Lupe nehmen.
Jeden Landschaftsgärtner, Poolreiniger, jeden, der irgendwann mal Zugang zum Haus hatte. Nein, nicht bis morgen, noch heute. Sagen wir spätestens bis 12, okay? Ganz egal, wie viele Leute das erfordert, heuern Sie eine Armee an, wenn nötig. Je länger wir damit warten, seinen Komplizen zu finden, desto schwieriger... Rufen Sie mich gleich an, wenn Sie was erfahren. Danke. Noch nichts? Er ist der Beste in der Stadt. Er wird ihn finden. Schatz, alles wird gut. Nein, da täuschst du dich. Gar nichts wird gut. Nicht, solange dieser Mensch noch da draußen ist. Ich weiß, du tust alles, was du kannst, damit ich in Sicherheit bin. Aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht in Sicherheit. Nicht, solange sein Komplize... Du musst diesen Kerl finden. Bitte, Rich, du musst ihn finden. Ja. Es läuft nicht so, wie ich gehofft hatte. Auch wenn es Sie überrascht, ich bin nicht so naiv, wie Sie denken. Das weiß ich. Und ob Sie es nun glauben oder nicht, ich hatte keine Hintergedanken dabei, als ich Sie hergebeten habe. Tja, offenbar ist der Name Brooke schon ein Reizwort. Aber bitte, ich will ehrlich sein. Ich frage mich natürlich, in welche Trickkiste sie gegriffen hat, um Rich wieder einmal einzuwickeln. Sie hat ihn ganz sicher nicht verhext, falls Sie das glauben, Stephanie. Aber sie hat ihn irgendwie bearbeitet. Warum denken Sie immer nur das Schlimmste von meiner Schwester? Soll ich darauf wirklich antworten? Hören Sie, ich habe Brooke getroffen. Wir haben geredet. Es geht ihr zurzeit nicht besonders gut und Rich ist für sie da. Ach, Katie, irgendwas ist doch dauernd mit ihr. So ist ihr Leben. Ein permanentes Drama, ein Fortsetzungsroman. Und das möchte ich Rich ersparen. Ich will nicht, dass Brooke ihn in ihre seelischen Abgründe hinabreißt. Er hat eine sehr nette Frau kennengelernt, Ashley. Sie harmonieren ganz wunderbar. Harmonieren wunderbar? Wie langweilig. Was ist mit Leidenschaft, mit gemeinsamer Vergangenheit? Was ist mit der Tatsache, dass Brooke und Rich ein gemeinsames Kind haben? Und was ist so falsch daran, dass Brooke ihre Familie zusammenhalten will? Sie hatte ihre Chance, aber sie hat meinen Sohn verlassen. Und dieser Teufelskreis aus Verlassen und Versöhnen muss aufhören. Was haben Sie vor? Ich habe Rich ein paar Nachrichten hinterlassen. Er wird mich anrufen. Er war mit seiner Familie auf Big Bear. Tja, das kommt noch dazu. Ich hätte erwartet, dass er bei Thorns Hochzeit dabei ist. Und inwiefern hätte das etwas geändert? Darauf wollte ich nicht hinaus. Ach, und worauf dann? Geht es Ihnen etwa darum, dass Brooke ihn nach Big Bear gelockt hat, damit er mit seinen Kindern zusammen sein kann? Es geht hier gar nicht um die Kinder. Es ging nie um sie. Es geht einzig darum, dass Brooke ständig versucht, sich einen Weg zurück in sein Leben zu bahnen. Und ich will nun mal nicht, dass das passiert. Keine Sorge, Logan. Wir finden schon heraus, wer das war. Und bis dahin weiche ich nicht von deiner Seite. Sicherlich zur großen Freude meiner Mutter. Sag ihr ja nicht, was passiert ist, Rich. Sie darf von dieser Sache nichts erfahren, versprochen. Ja, natürlich, natürlich. Ich werde nichts sagen. Und du darfst auch nichts zu Ashley sagen. Ich weiß zwar, dass sie dir wichtig ist, aber... Jetzt hör mal zu. Augenblicklich ist nur eins wichtig, dass du in Sicherheit bist. Vielleicht ist es Ed. Es ist Mutter. Heute ist sie besonders hartnäckig mit ihren Anrufen. Es wird besser sein, wenn du mit ihr redest. Bestimmt macht sie sich Sorgen um dich. Hallo, Mutter. Ignorierst du meine Anrufe absichtlich oder darfst du nur nicht ans Telefon? Ich hätte wetten können, dass das deine ersten Worte sind. Und wieso bist du nach Big Bear gefahren und warst nicht auf der Hochzeit deines Bruders, also wirklich? Hör zu, ich habe es Horn erklärt. Er versteht, dass wir mal Zeit als Familie brauchen. Was für eine Familie, so ein Blödsinn. Brooke spannt die Kinder wieder mal vor ihren Karren. Mutter, jetzt hör auf damit, ja? Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich weiß, dass es für die Kinder besser wäre, sie wären bei dir und nicht bei ihr. Du irrst und deshalb habe ich meine Sorgerechtsansprüche zurückgenommen. Das wird dir noch leid tun, das kannst du mir glauben. Schluss jetzt. Für die Kinder bin ich verantwortlich, Mutter. Ich und Brooke, also zum allerletzten Mal. Halt dich da bitte raus. Ich frage mich, was Ashley von der Sache hält, oder darf sie dazu keine Meinung haben? Weißt du, Schatz, du kannst sie nicht so behandeln und gleichzeitig erwarten, dass sie mit ansieht, was du da treibst. Ich werde mit ihr reden. Was willst du ihr sagen? Dass Brooke dich wieder eingewickelt hat? Dass sie wieder ihre Netze nach dir ausgeworfen hat? Erzähl mal, mit welchem kleinen Trick hat sie es diesmal geschafft? Was hat sie dir vorgemacht, dass du wieder auf sie reinfällst? Bye, bye. Sie wird nie damit aufhören, mich anzugreifen. Ach, kümmere dich nicht um sie. Jetzt ist erstmal wichtig, diesen Kerl zu schnappen.
der Johnson den Tipp gegeben hat, wo du die Schlüssel versteckt hast. Lief wohl nicht so gut. Ich überlege schon die ganze Zeit. Immer wieder kreisen meine Gedanken um dieselben Fragen. Woher hatte dieser Mistkerl deine Adresse? Er hat dir doch diese Spieluhr gebracht. Und woher hat er gewusst, dass du um diese Uhrzeit zu Hause warst? Und wieso wusste er darüber Bescheid? Logan, ich weiß, es fällt dir noch sehr schwer, darüber zu reden. Aber wenn dir noch was einfällt, irgendwas, es könnte uns weiterhelfen. Rich, ich hab's versucht. Bitte glaub mir. Aber weißt du, jedes Mal, wenn ich dran denke, wie er höhnisch über mich lacht und wie er sich schwer atmend auf mich legt, ich will das alles nur vergessen. Ich will vergessen, dass es diese Bestie gegeben hat. Ich weiß, ich weiß. Ganz zu schweigen von diesem rätselhaften Komplizen. Die Frage ist, wo und wann sind sie überhaupt in Kontakt getreten und wie... Moment mal, da fällt mir gerade was ein. Was denn? Der Barkeeper im Café Rüss. Er hat mir erzählt, dass Johnson sein Handy an der Bar liegen gelassen hat und er hatte doch keine Gelegenheit mehr, es abzuholen. Wenn der Barkeeper es noch hat, dann können wir die Anrufe überprüfen. Und wenn wir Glück haben, ist die Nummer des Komplizen gespeichert, Logan, dann haben wir ihn. Das wäre...